Das sind auf jeden Fall zwei Big Boys, mit denen wir heute hier zu tun haben. Guck dir das mal an. Guck mal, das Ding ist so breit, dass mein Arm im Prinzip fast gar nicht da reinpasst. Ist das nicht einfach ein dickes Stück Felge? Dann handelt man gar nicht mehr. Im Vergleich dazu die Vorderachse und die Hinterachse. Und damit starten wir auch. Filmst du schon? Ja, sicher, die ganze Zeit schon. Also, Schmaggi, ey. Diesmal lassen wir es aber sein hier. Wir haben diesmal nicht mit technischen Problemen zu kämpfen. Sowas kennen wir gar nicht. Nein, auf jeden Fall. Die Folge wird auf jeden Fall jetzt ganz smooth abgedreht und ich hoffe mal in einem One-Take fertig werden, oder? So, guck mal, so. Jetzt haben wir ein bisschen Sonnenlicht ja, noch so hier drauf. Schon schön. Weil wir haben euch jetzt mal eine schöne OZ Ultra Leggera mitgebracht. Einmal in einer Mischbereifung. Ihr seht schon, die Felge hier unten ist utopisch groß. Sie ist 12J breit. Und hier auf meiner Seite 10J Variante. Genau, das war nämlich die Vorderachse. Die Vorderachse wird hier ganz entspannt mit 10J gefahren. Die Felge wird gefahren, bevor die Kenner werden es wahrscheinlich schon direkt sehen. Wir haben einmal eine 20 Zoll und eine 19 Zoll an der Vorderachse, 20 Zoll auf der Hinterachse. Typische Corvette-Bereifung 19, 20 oder 18, 17 oder 18, 19. Und der Kunde fährt das Ganze in 20, 19 an der Variante. Und wie gesagt, 12J in der Hinterbreite ist schon wirklich ein Riesenbrett an Felge. Ihr habt es gerade eben gesehen in dem Intro, da passt gerade so die Hand rein, dass du mit dem Ellbogen, ich sag mal, kurz mal in den Winkel reingehen kannst. Das ist wirklich eine sehr, sehr, sehr breite Felge. Wie oft hast du 12J-Felgen da zur Bearbeitung? Also so X5, ML, sowas hier, so G-Klasse, haben wirklich so krass Breite, aber auch keine 12er. Ich glaube, das sind so 11er, maximal 11J. Q7, MB-Design, Q7-Felgen sind auch verdammt breit, aber auch so im 11er-Bereich. Was werden für Reifen drauf gefahren, weißt du das? Ich müsste jetzt lügen, 315 oder 325er, eins von beiden. Ist wirklich, also, krank. Du musst dir ja vorstellen, du hast halt so einen 325er-Reifen halt, ne? Das ist schon wirklich wahnsinnig groß. Das ist einfach wahnsinnig groß. Wenn man so im Verhältnis jetzt, sag ich mal, wenn du so einen 255er normal fährst oder 275 fährst, dann denkst du schon, boah, ist das schon krass breit. Und dann hast du so einen 325er noch dazu. Ne? Schon ein dickes Brett an Felgen. Ja, zur Felge. Wir haben dem Kunden, beziehungsweise der Kunde hat sich hier vor Ort bei uns die Farben angeschaut, weil er wollte, ich sag mal, etwas Individuelles auf seine Felge bringen und auf seine Corvette. Dementsprechend ist er direkt hierher vor Ort bei uns vorbeigekommen, hat sich dann die Lackmuster angeguckt, hat sich dann die Farben mit der Felge zusammen angeschaut, hat sich dann nochmal beraten lassen bezüglich des Finishes, weil er hatte die Möglichkeiten bei uns die verschiedenen Finish-Optionen zu wählen, einmal in dem Seidenmatten, Tiefmatten, Frozen-Effekt oder in dem High-Gloss-Finish, so wie jetzt die Felge hier vorne im High-Gloss-Finish ist. Und das wollte er sich nochmal direkt mal reell mal vor Auge führen lassen und hat sich dann im Prinzip für die High-Gloss-Variante entschieden. Zum Farbton, es ist ein Gold-Messing-Ton. Man sieht es wahrscheinlich auch auf der Kamera, es ist kein richtiges strahlendes, helles Gold, sondern halt eher so ein, wie sagen wir immer dazu, so ein bisschen dreckiges Gold und hat, wie gesagt, einen gewissen Messing-Anteil halt noch. Und die Partikel da drin wirken sich halt, ich sag mal, ein bisschen dunkler auf die Gesamtfarbe aus. Aber hat ein schöner Rally-Look-Effekt. Ne? Also, wie gesagt, ein bisschen dezenteres Gold, ja. Richtig. Und es ist auf jeden Fall nicht so penetrant, krass Gold, wie dieses Candy Gold, was wir schon mal hier hatten. Ne? Dieses lasierte Gold. Das hatten wir auch in den Z-Performance-Felgen mal, hatten wir uns mal die Felgen mal beschichtet. Schaut es euch mal auf jeden Fall mal an. Da ist das Gold definitiv noch krasser als dieses hier. Das ist ein wenig dezenter, sagen wir mal so. Ne? So. Persönliche Frage an dich, dein Geschmack, trifft es die Farbe oder allgemein die Felge, sagt dir die Felge zu? Oder ja, beides, sowohl Felgen, ich mag es ja eh, wenn die Speichen schön auseinander sind und man dann stark reinschauen kann. Mhm. Dadurch, dass es auch nicht so ein aufdringliches Gold ist, finde ich das auch gut. Auf jeden Fall. Also es ist wirklich eine schöne, dezente Felge, es ist nicht so überladen halt. Ne? Ja. Also wirklich, das ist nicht so ein penetrantes, überladenes Felgendesign, inklusive mit der Farbe. Also da gibt es auf jeden Fall krassere Varianten dazu. Die Felge hatten wir ja auch schon mal in den Candy Gold mal gemacht und die Felge gibt es auch bei uns in der Folge mit dem Frozen Effekt. Da haben wir nämlich exakt denselben Goldton für den Kunden draufgezogen und nur mit einem matten bzw. mit dem Frozen Effekt Klarlack versiegelt. Ist auch nochmal interessant, dann könnt ihr euch direkt mal beide Farben mit dem verschiedenen Klarlack mal anschauen, um da mal wirklich die Differenz zu sehen, was macht der Klarlack mit der Farbe am Ende dann. Weil vor allem jetzt der Vorteil, es ist genau dieselbe Felge halt vor allem. Ja.
So viel dazu, Farbe. So an sich, wie gesagt, Ultraleggera, die HLT-Variante davon, also eine Leichtbaufelge haben wir hier vor uns liegen. Und das merkt man auch, wenn man jetzt hier, ich sage mal, ihr müsst jetzt so sehen, wir haben jetzt hier eine ganz normale 10J-Felge und man kann sie jetzt hier ganz easy in einer Hand halten. Ich sage mal, die 12er kann man auch ganz entspannt halten. Da gibt es weitaus Felgen, da kommst du einfach nicht hinterher, so mit einer Hand mal zu halten. Wir werden jetzt auch gleich mal direkt mal gegenprüfen und gegenmessen mal bezüglich des Gewichtes, dass wir mal etwas, wir gucken mal, ob wir einen 9,5er hier finden, um mal zu vergleichen, eine etwas schmälere Felge im Gegenzug zu einer 10J-Felge und mal da die Differenzen mal rauszuziehen, wie schwer so etwas sein kann oder wird. Was würdest du schätzen? Was wiegt sie? Das ist ein 10er. Ein 10er. 9,8. Oh, sehr gut. 10,7. Also wir haben jetzt hier im Vergleich, haben wir uns mal eine BMW M5, das ist eine E60 BMW M5 Felge. Also ich sage mal, wenn man einen M5 damals ja gekauft hat, die oder allgemein einen M5 kauft, kauft man ein Rennsport angehauchtes Fahrzeug. Dementsprechend sind die Felgen ja auch ein bisschen im Rennsport-Style und Leichtbau angesiedelt. Also sprich, es ist jetzt nicht gerade die schwerste Felge. Wie gesagt, wir haben jetzt eine 19 Zoll 9,5er. Und hier haben wir eine 19 Zoll 10J gehabt. Hier hatten wir 10,7. Mhm. So, jetzt bin ich mal gespannt. Was würdest du sagen? M5 Originalfelge, 19 Zoll. Und einen Ticken schmäler, also 0,5J schmäler. Dann sage ich mal, wir machen mal 11 Kilo. 11 Kilo? Ja. Obwohl sie schmäler ist, würdest du sagen, dass sie schwerer ist? Ja, aber wenn das hier schon Leichtbaufelgen sind, die anderen. Ja, aber das sollen ja auch Leichtbaufelgen sein. Ach so. Ja gut, dann sind es 10,5. 12,4. Die ist so schwach. 12,4. Also wir haben fast 2 Kilo Unterschied zur OZ-Felge. Und wir gehen mal direkt mal in den Gegenzug rein. AMG-Felge, AMG-Mercedes-Felge, auch 9,5J, 19 Zoll. Was würdest du sagen? AMG-Felge? Ja, auch Leichtbau. Eben hatten wir wie viel nochmal? 12,4. Würde ich auch sagen, um die 12. Auch um die 12? Ich würde sagen, sie ist auf jeden Fall leichter. Leichtes halbes Kilo weniger auf den Rippen. Ja, willst du noch was biegen? Können wir eine Quadfelge drauf machen. Ja. Also, was wir damit jetzt eigentlich zeigen und... Aber die Dicke haben wir jetzt nicht gewogen. Passt nicht drauf, oder was? Ja. 11,9. Wahnsinn. Jetzt überleg mal, 20 Wahnsinn, Zoll? Ja. Die 20 Zoll, wie sagen wir mal 11,9 mit ein bisschen Toleranz, sagen wir mal 12 Kilogramm, ja? 12 Kilogramm, eine 12J 20 Zoll Felge ist immer noch leichter als eine 19 Zoll 9,5 M5 Felge oder eine AMG Felge. Also das ist, da haben die Jungs von OZ schon wirklich sehr, sehr gute Arbeit geleistet. Falls jetzt wieder irgendwelche Kommentare kommen, es gibt leichtere Felgen, sei es drum, es gibt bestimmt noch irgendwelche. Ja, wenn man jetzt zum Beispiel Carbonfelgen nimmt, ne, es gibt mittlerweile Carbonschüsseln mit Aluminiumstern, die werden dann noch leichter sein, ne, gar keine Frage. Aber irgendwo muss man ja auch im Rahmen des in der bezahlbaren Grenze bleiben. Halt, ne. Ich meine, wenn du so eine Carbonschüssel nimmst, ja, da bist du ja 5.000, 6.000 Euro pro Felge los. Ne. Also wie gesagt, das ist eine ganz andere Dimension halt am Ende halt. Ne. Und am Ende will der Kunde ja damit, ich sag mal, reell auf der Straße ein bisschen Halligalli machen. Ne? Ich habe noch keinen Kunden kennengelernt, der seine Entscheidung auf Basis des Gewichts trifft. Gibt es mit Sicherheit, aber dazu zählen wahrscheinlich nicht die normalen Kunden, die mit ihren Straßenfahrzeugen und ihrem normalen 3er BMW, sag ich jetzt mal, über die Straße fahren. Die interessiert dann mehr die Optik, als jetzt, ob das... Schau mal, der Kunde zum Beispiel hier mit der Corvette, ne? Ich gehe mal stark von aus, dennoch wollte er etwas Exklusives, Breites fahren und dennoch ein bisschen Gewicht sparen halt, ne? Weil er sagte auch, er fährt damit wohl auch ein bisschen auf der Rennstrecke durch die Gegend und er wollte ein bisschen Performance mitnehmen auf den Felgen. Da kann ich das schon nachvollziehen, ne? Dass man so sagt, so, aber wir sind,
Ich weiß jetzt nicht, ob er es hier wirklich professionell jetzt betreibt, also professioneller Rennfahrer ist, dann würdest du wahrscheinlich auch nicht mit einer Corvette fahren, sondern eher irgendwie mit einem GT4 vielleicht oder GT3 oder GT2 fahren, halt mit einem Porsche durch die Gegend. Wie gesagt, ich weiß es nicht. Vielleicht ist das auch eine umgebaute Corvette. Müssen wir uns nochmal mit dem Kunden mal unterhalten, was er da genau für eine Corvette besitzt und fährt damit. Aber er sagte, wie gesagt, er wird auch wohl damit ein paar Mal auf der Rennstrecke unterwegs sein. Ob es dann wirklich auch die Felge dann wird, die er auf der Rennstrecke fährt, weil viele fahren ja dann, ich sag mal, kleinere Reifen bzw. kleinere Felgen, damit der Reifen besser performen kann. Weil viele denken ja, Niederquerschnitt mit 25er Querschnitt würde ja super krass auf der Rennstrecke liegen. Das ist ja auch völliger Quatsch, der Reifen kann ja kaum arbeiten und kaum mitgehen in den Kurven. Wie gesagt, das ist so eher, wie du schon sagtest, das ist so für unsere Jungs, die sagen wir mal, ein bisschen Optik auf der Straße haben wollen. Halt, ne? Da fährst du halt eine 20 Zoll oder eine 21 Zoll Felge, Niederquerschnitt, dicken Pushen, damit das schön breit von hinten ausschaut. Ne? Da hat das weniger mit Performance zu tun schon. Ja, dann haben wir eigentlich so alle Eckdaten gesammelt über die Felge, die so interessant sind und wären. Und in diesem Sinne verabschieden wir uns in die Teilaufnahmen. Wir verlinken euch mal auch die OZ für die Marken, die wir bei uns im Shop haben, also sprich, wer Interesse hat an so einer OZ Ultraleggera oder einer anderen OZ-Felge, schaut euch mal bei uns im Shop um. Da haben wir für viele verschiedene Modelle die OZs. Und falls ihr euer Fahrzeugmodell nicht findet, macht einfach einen Verfügbarkeitscheck, schreibt rein, für welches Modell ihr euch interessiert oder beziehungsweise welches Fahrzeugmodell ihr habt. Wir haben eine neue Funktion mit eingebaut, jetzt einen Verfügbarkeitscheck könnt ihr durchführen, ob die Felgen auf Lager sind oder wie lange die Lieferzeiten sind. Und dann können wir das für euch in Angriff nehmen. Bis dahin, bis zum nächsten Mal.